Herzlich willkommen zu Dukaskop TV. Wir reden sehr oft über Edelmetalle als eine Art von Wirtschaftsgüter, über den Marktwert und den Preisen. Heutzutage richten mehr und mehr Investoren ihren Blick auf Diamanten als eine Art von Investment. Wie beeinflusst denn das Ganze die Diamantindustrie überhaupt? Heute bei uns zum vierten Mal der Glanz, Glamour und Investment-Serie von Dukaskop TV und Elke Bär ist Elke Bär persönlich zu Gast. Elke, willkommen im Studio. Könnten Sie etwas von Ihrer Erfahrung erzählen, vielleicht etwas von den Trends, welche Sie in den letzten 4 Jahren gesehen haben in Bezug auf Angebot und Nachfrage und wie Sie die Preise der Diamanten beeinflussen? Natürlich. Zum Beispiel gibt es neue Märkte wie China und Indien, welche Diamanten als eine Art sowohl Geschenke als auch Investment in Betracht ziehen. Das bedeutet natürlich große Nachfrage für diese Märkte. Gewöhnlich laut Statistiken und Prognosen sollten die Diamanten um ca. 6% jährlich aufsteigen. Doch wird der Bergbau immer schwerer. Dadurch gibt es eine Senkung der Bergproduktion und eine aufsteigende Nachfrage. Wie wir hier sehen, entsteht eine große Lücke. Wenn solch eine Lücke zwischen Kauf und Verkauf vorliegt, ist es natürlich, dass die Preise für Diamanten aufsteigen. Und in diesem Fall ca. 6% jährlich. Wie sieht es denn mit den Leistungen der Diamanten aus, in Bezug auf Investitionen und Rendite? Welche Trends haben Sie in diesem Bereich beobachtet? Das hängt natürlich von der Größe der Diamanten ab. Kleinere Diamanten bis zum 1 Karat haben ihre gute und schlechte Zeiten, durchaus gleichmäßig. Wenn man jedoch von Diamanten spricht, welche eine Größe zwischen 3 bis 5 Karat haben, muss man immer an die Prognosen denken. Gute und exzellente Qualität stiegen betrachtlich an, um die 10% jährlich. Doch letztes Jahr war problematisch für uns, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten Rezessionen und zu grobe Preise. Wenn man hier die Statistik anschaut, standen sie besser ab als der Nasdaq. Man muss sich auch im Klaren sein, dass der Wert der Diamanten 14.000 Mal höher ist als zum Beispiel Gold. Das heißt, 10 Tonnen Erz gleichen einem Wirtschaftsgut der Diamanten. And why it's also so expensive, it needs 10 tons of ore to have 1 carat of diamonds. So that's really. Ebenso bedeutet, dass die groben Diamantproduktion zurückgeht. So even if you see our next slide. Wenn wir hier den nächsten Slide anschauen, die DIF-Werte, sieht man hier zwischen 2005 und 2012 und 2008 bis 2012 Preisschwankungen. That's really the latest graphics we have. There was a peak also in 2000, end of 2008. Doch die Preise steigen weiter an. Wichtig ist auch, dass es keine Verbindungen zu den anderen Marktleistungen gibt. Man kann nicht sagen, dass der Markt fällt und die Diamanten steigen. Es ist dekorreliert. So you cannot say the market is down and diamond will go up or also down. It's really decorrelated. Sie erwähnten, dass sie nicht zu anderen Märkten korreliert sind. Wie werden denn die Preise festgelegt? Woher kommen sie? Es gibt Preislisten für die Diamanten, eine für die groben und eine für die geformten. Und wie ich schon sagte, sind die Preise höher für die geformten. Doch gibt es keine Liste für farbige Diamanten. Diese Listen sind sehr spezifisch für jeden Karat, jeden Gewicht und jede Qualität. Die Verkäufer werden miteinander verglichen und dadurch entsteht die Leistung. Zum Beispiel haben wir jede Woche einen Chart, wie sich die Diamanten darbieten. Und es gibt uns die Statistiken über das Jahr. Deswegen ist es ein durchaus interessantes Investment, weil man wirklich sehen und analysieren kann, wie sich die Steine über die Jahre entwickeln. Sie sagten, dass die Diamanten sehr individuell sind, jedoch gibt es bestimmt Imitationen. Wie können Sie Zirkonia-Diamanten von echten Diamanten unterscheiden? Zirkonia-Diamanten werden in der Tat sehr oft verwendet. Ich habe hier sogar ein paar mitgebracht.
Wenn es schon mit einem nicht allzu edlen Metall, wie zum Beispiel Silber oder Bronze, verwendet ist und auch fast wie ein Diamant glänzt, sind sie gewöhnlich etwas schwerer als die echten Diamanten. Es ist natürlich schwer festzustellen und dafür benutzen wir einen Diamantentester. Viele der Geschäfte haben solche Geräte. Man berührt damit die Oberfläche und wie Sie sehen, zeigt es an, ob es echt ist oder wie hier eine Simulation. Wenn man einen echten nimmt, ich kann auch zum Beispiel meinen nehmen, zeigt es Diamant an. Welche Anzeigen hat es denn? Metall, Simulant oder Diamant mit Indikatoren. Man kann auch eine Lupe nehmen. Wir alle haben schon von der Härteskala gehört. Der Diamant hat einen Wert von 10, also kann es nur mit einem anderen Diamant gekritzt oder gekratzt werden. Mit einer Lupe kann man sehr viele feine Kratzer sehen und dadurch feststellen, dass das hier zum Beispiel natürlich kein Diamant ist. Leider nicht. Natürlich haben Diamanten einen Wert. Also wenn es zu günstig ist, muss man etwas aufmerksamer sein, weil sie natürlich teuer sind. Es gibt verschiedene Arten und ebenso gibt es auch Synthetics, welche den echten sehr ähneln. Sie werden meistens in der Industrie verwendet und können hier und wieder als echte verkauft werden. Genau deswegen ist es wichtig zu wissen, wo Sie Ihre Diamanten kaufen. Es gibt auch ein paar Tricks, wie man sie unterscheidet. Es ist eine enorme Investitionsgelegenheit und eine fantastische, exquisite Accessory. Gibt es jedoch Orte, wo Sie Diamanten nicht kaufen sollten? Oder woraus muss man wirklich beim Kauf achten? Natürlich sollte man Diamanten nicht am Strand kaufen. Und man sollte nicht dort einkaufen, wo es eine große Werbung gibt und es anscheinend sehr günstig sei. Man kann nicht ein Karat für $1,000 kaufen. Das ist einfach nicht möglich. Es gibt einen Trick, wenn man einen kleinen Punkt macht und den Zirkonia da drüber legt, sieht man einen kleinen Gürtel. Und wenn man jedoch einen echten Diamant nimmt, sieht man nichts. Bei einem schlecht geschleiften Diamant würde man vielleicht was sehen. Ansonsten kann man zum Beispiel so einen Unterschied sehen, wenn man das Ganze wirklich nah anschaut. Und das war ein kleiner Tipp beim Kauf von Diamanten. Ich würde empfehlen, sich an die Lupe zu gewöhnen. Es ist wirklich für jeden leicht, einen Unterschied mit der Lupe zu sehen. Auch ohne diesen ganzen Geräte kann man doch mit dem bloßen Auge einen Unterschied feststellen. Der Trick mit dem Punkt würde gehen, ja. Andernfalls kann eine Lupe eine gute Investition bedeuten, wenn Sie Diamanten kaufen wollen. Schaut wirklich, dass die Diamanten ein Zertifikat haben. Schaut auf die Laserinschrift und kauft bei vertraulichen Händlern ein oder bei jemandem, der einen guten Ruf hat. Denn er würde ihn nicht für einen einzigen Verkauf ruinieren.